Das ist die Frage, die wichtig ist für viele Muslime. Wie gebe ich Zakat aus? Wie zahle ich Zakat? Schau mal, ach, barakallahu fik, unsere Brüder und Schwestern, du bestimmst dir einen Tag im Jahr. Nach dem Mondkalender, zum Beispiel 10. Rajab, 15. Ramadan, 10. Dhul-Hijjah, 9. Muharram, egal wann, vom Jahr. Und dann an diesem Tag rechnest du, wie viel du gespart hast. Angenommen, du hast 5.000 Euro gespart. Dann, du zahlst Zakat für 5.000 Euro, die sind 125 Euro. Und dann wartest du bis zum nächsten Jahr an diesem Tag, was du selber bestimmst. Es gibt jetzt keinen Tag, was für dich zu bestimmen ist. Du selbst bestimmst. Wir reden jetzt über Zakat von Gold, von Silber und von Geld. Dann, zum angenommen, du hast gesagt, ich mache das 5. Ramadan. 5. Ramadan, 5.000 Euro, 125 Zakat. Wartest du bis nächstes Jahr 5. Ramadan? Was dazwischen ist, dein Geld geht hoch, geht runter, hast du manchmal kein Geld, hast du manchmal so viel Geld, spielt keine Rolle. Ein Tag, ein Tag. Und dann jedes Jahr an diesem Tag, hast du das nächste Jahr 10.000, dann zahlst du 250. Hast du übernächstes Jahr 50.000, dann zahlst du Zakat für 50.000 und so fort, 1.250. Und so weiter und so fort, barakallahu fikum, sagt Allah. Jetzt, du gibst dein Zakat und in unserem Beispiel 10. Ramadan, 5. Ramadan, 10. Ramadan und dann wartest du bis zum nächsten. Dazwischen kommen Leute und die wollen von dir etwas Zakat-mäßig. Dann gibst du ihnen im Voraus. Und dann, wenn der Tag von Zakat kommt, antrifft, dann rechnest du das dazu. Angenommen, dein Zakat sind 500 Euro und du hast schon im Jahr davor, Leute, 400 gegeben, dann gibst du noch die 100 und dann hast du dein Zakat. Du hast 400, aber du hast Zakat, du hast 400 gegeben, aber dein Zakat sind 300. Die 100 zählst du als Sadaqa und so weiter und so fort. Nisab von Zakat, die sind 2000, 2500 Euro circa. Und da sollte man, wenn man dies hat, sollte man Zakat geben. Wallahu ta'ala ala wa ala. Und das ist die Regel. Das wäre, ja, das sind 84 Gramm Gold. Das, ja, das Geld, das sind 2.500, 3.000 Euro zurzeit, so ungefähr. Wallahu ta'ala ala wa alam. Salam alaikum.